Das Auto hat aber irgendwie Stil. Wo finde ich hier eine Telefonzelle? Telefonzelle? Ich weiß, dass hier in unserem Haus eine war. Oh, ich fahre ja völlig in die verkehrte Richtung. Also ich müsste jetzt einmal hier rumfahren. Was ich mal probieren wollte. Okay, das geht nicht. Meine Großmutter, weißt du das? Ja, danke. Entspann dich. Achso, ich habe ja hier Musik an, fällt mir gerade auf. So, wo finde ich eine Telefonzelle? Telefonzelle, Telefonzelle. Wo ist hier eine? Da ist eine. Wunderbar. Dann gehen wir gleich mal zu dieser Telefonzelle da drüben. Telefonzelle benutzen. Oh, das waren noch Zeiten mit Telefonzellen. Eddie, Escape. Wollen wir anrufen. Und er wählt. Nöd. Kein Nöd? Ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, als plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Ihr seid nicht mit ein paar Halbstarken fertig geworden? Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe 2 Riesen für die Karre bezahlt und will sie wieder haben. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Derek's Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann im Crazy Horse. Kennt ihr das? Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Steve bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen 2 Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht okay. Klar, Eddie. Keine Sorge. Wir machen das schon. Na, das wird ja interessant. Wir treffen uns mit Steve vom Crazy Horse. Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die 2 Riesen zurückhaben will. Scheiße. Glaubst du, wir können aus den Typen 2 Riesen rausprügeln? Keine Ahnung. Mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Der macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Naja gut, unsere Karre ist sowieso hier schon derbe demoliert. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Irgendwie zum Crazy Horse? Ach du Scheiße, das ist ja noch weiter weg. Eddie war am Telefon stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügel ich ihnen Scheiße im Wert von $2000 aus dem Arsch. Ich bin dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Okay. So, dann wollen wir hier mal einmal hier runter fahren. Ich gebe jetzt auch extra ein bisschen Späne, damit wir hier nicht die ganze Zeit irgendwie fahren. Also das Spiel besteht hauptsächlich aus Autofahren. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch! Egal, ich hab's eilig. Sag mal, bist du denn, Schatz? Oh Mann, entspann dich. Was der Scheiß soll? Die Karre noch mehr demolieren. Ja, wir sind ganz schön schnell unterwegs irgendwie. Das macht gar nichts. Ich glaube, da kommt gerade eine Polizei. Nee, doch nicht. Das war nur ein Tankhahn. Dann bin ich ja beruhigt. Aber die Karre sieht so kaputt aus. Also die würde ich eher zum Schrott geben, weil die total Schaden ist. So. Jetzt sind wir dann bald da. Ich habe ja jetzt richtig Gas gegeben. So, wo? Hier geht's rein. Huiuiuiui. Okay, man merkt, es ist anderer Untergrund. Das Auto fährt ja wunderbar. Oh, was ist denn da los? Hey, Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an.
Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm 3 Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Das wird toll. Na damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Das wüsste ich auch mal gern. Ich dachte, es soll kein Blutbad werden. Das macht Spaß. Na gut. Dann ballern wir mal alles kurz und klein. Kommt das Dach eigentlich auch runter? So, ich nehme jetzt mal die Stelle hier. Lalala, wir ballern einfach mal überall drauf. Okay, das reicht. Zeit für ein kleines Geschenk. Vito, Marty, ich habe Molotow-Cocktails im Kofferraum. What? Hol sie und schmeiß sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Erst alles kaputt schießen und dann Molotow-Cocktails noch nehmen. Oh Mann. Das wird ja mal besser. Und Schmiss! Wird in die Leere. Hui! Ja! Ja! Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Steigt ein, Jungs. Wir treffen euch 2 am Haupttor. Bis gleich. Wir fahren immer noch mit der voll verbeulten Karre rum. Ich dachte, wir kriegen mal ein anderes Auto. Ich glaube, ich klaue mir mal ein neues. Oder solange es noch fährt, komm. Oh, wieso ist eigentlich immer das Radio an, wenn ich hier einsteige? So, ach, das ist gar nicht weit weg. Okay, dann nehmen wir erstmal das Auto hier. Mann, die sind aber schnell. Okay. Das Auto fährt leider auch nicht mehr so, wie ich es mir vorstelle. Haben die da schon Feuer gemacht? Was hat der, ein Baseballschläger? Hey, was habt ihr hier zu tun? Oh. Wir sind der Scheiße-Spur gefolgt. Der Scheiße-Spur? Das ist auch gut. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mach ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Oh nein. Jetzt doch ein Blutbad. Gib mir Deckung, ja, gut gemacht, Vito. Los, Vito, los. Siehst du, du bist mir nicht tot. Pams. Du kriegst mich nicht. Na, nochmal. Guter Schuss. Von dir scheiß ich mir nicht in die Hosen. Einer ist abgehauen mit dem Auto. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Dort. Da ist noch einer. Wo sind die? Du Blinder. Los, schon, lauf, 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 lauf. Los, los, ich geb dir Feuerschutz. Wow. Mehr kannst du nicht. Du bist tot. Bams. Bams. Treffer. Der ist weg. Oh, der nicht. Los jetzt. Zack, zack. So, tschüss. Da ist noch einer. An dieser Stelle da hinten. Mist. Lebt der noch? Der lebt noch. So, den haben wir. Da ist auch noch einer. Na los, komm um die Ecke. Ich warte nur darauf, dass du hier rausguckst. Mach ihn alle! Oh, da kommen neue. Alles klar bei euch? Da ist einer. Wieder da. Du warst nie weg. Alles klar, wir kriegen ihn. So, wo sind die denn? Okay. Ich sehe die nirgends. Da hinten. Da ist einer hinter.
Ja! Verflucht, du sollst mir Deckung geben! Oh, jetzt! Los! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Gib mir Deckung! Gib mir Deckung! Oh, jetzt kommt er! Oh! Jetzt ist er fertig! Oh! Gut, Victor, los jetzt! Wow, da ist ja noch einer! Na, hab ich den jetzt getroffen? Sieht fast so aus. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Hier sind doch noch welche. Ich weiß es ganz genau. Gib mir Deckung. Alles okay? Wow, wow, wow. Geh runter. Mann, du schießt ja beschissen. So, erstmal kurz warten, bis das Leben wieder aufgeheilt ist. Da hinten ist noch einer. Pams. Hast du das gesehen? Ich hab ihn erwischt. Das war ich, du Idiot. Kann mir mal jemand helfen? Nee. Helft dir selbst. Ich gebe euch Deckung. Es ist vorbei. Na? Der ist... Gib mir Deckung, du Trottel. Friss Blei. Na, da ist noch ein... Jetzt habe ich ihn. Da ist noch einer. Na los. Wollen wir in die Füße schießen? Na, es wird nichts. Doch, einmal getroffen. Oh, jetzt habe ich nur noch Maschinengewehr, weil meine Pistole leider leer ist. Lauf, lauf, lauf! Da ist noch einer. Einer ist hier noch. Ja! Was passiert jetzt? Oh nein, noch mehr. Wie soll ich das machen ohne Munition? Ach so. Einfach aufsammeln. Das macht Sinn. Hm? Kann ich die Maus auch erschießen? Oh, die ist Matsch. So, ich nehme jetzt mal den Colt. Der ist nämlich ein bisschen zielgenauer. Da sind ganz viele. Ich sehe es schon kommen. Die nächste okay. Kugel ist für Showtime, Vito. Ah, Molotow! Cocktail! Ihr wisst nicht, mit wem ihr zu tun habt. Oh mein Gott. Was, ich verbrenne? Ich keine freie Stadt. Nein! Nein. Ich muss jetzt aber nicht nochmal ganz komplett von vorne anfangen, oder? Gut. Dann bin ich aber ruhig. Dann geht das ja noch. So, da unten liegt noch eine Waffe. Ich will die gern mitnehmen. Hä? Warum geht das nicht? Hallo? Na gut. Ich habe ja zwei Colts. Einmal diesen kleinen mit 6 Schuss. Einmal den großen, wo ich gerade gar keine Kugeln groß drin habe. Auch mit 6. Ich nehme die. So. Los, versieht die Deckung, Vito. Na, das kommt wieder auf mich zu. Okay, Showtime, Vito. Los, meine Güte, ist das hier nicht. Boah! Du! Du bist gerade tot! Der hat sich geduckt! Ich lach mal schnell nach. Das ist alles? Hack mich, dann blüht dir was. Ah, der ist tot. Ich mach dich fertig. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. So. Ein Hammer weg. Da ist noch einer. Daneben. Nicht so schlimm. Nur ein Streifschuss. Na! Den treffe ich doch. Da! Bams! So, den hat's erledigt. So. Den haben wir auch. Den haben wir noch nicht ganz. Jetzt haben wir ihn auch. Nicht schlecht, was? Oh, mal kurz nachhaken. So. Wo ist er? Wo ist er? Da ist einer. Die hauen nach hinten ab, alle. Hinterher! Hinterher!
Hey, hältst du durch? Ach, so eine verdammte Scheiße. Macht ihn alle! Wieso sind die alle schon hier vorn? Wow! Gib mir Deckung, Arschgesicht! Gib mir Deckung, Arschgesicht! Ich laufe! Hast du das beim Militär gelernt? Ja, könnte man so nennen. Was, Schöpfer? Welchen Schöpfer? Komm schon, ich weiß das. Wow! Das ging ein bisschen schief eigentlich, aber... Okay. Was machst du da? Na los, komm noch mal hier um die Ecke. So. Was hast du nun davon? Man legt sich nicht mit einem Skeletter an. Los, ich geb dir Deckung. Hier um die Ecke ist einer. So, das war ein Fehler. Wenn man außerdem auch daneben schießt. Hast du Schiss, Arschloch? Lass Mann. Dir was einfallen. Beeil dich. Da hinten ist noch einer. Das ist unser. Oh, ich schieß aber auch daneben. Greif an! Ja. Hallo? Los geht's. Mehr kannst du nicht. Alter, wie viel muss ich denn hier abballern? Das ist ja hier ein richtiger Massenkampf. Los, ich geb dir Feuerschutz. Nein! Karte aus dem Stopp. Jenseits. So. Da ist doch noch irgendwo einer. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Jo. Den haben wir mal gerade nicht in den Arsch geschossen. Das hat nicht geklappt. Oh, ich habe keine Munition mehr. Scheiß die Wand an. Warte mal. Ich muss noch mal kurz hier hinten gucken. Ich achte nämlich nicht irgendwie auf meine Munition. Eine Schrotflinte. Oh, auch nicht schlecht. Liegen hier noch irgendwo? Da liegen noch welche. Die Schrotflinte, die wird uns, denke ich mal, auch ein bisschen helfen. Maschinengewehr ist mir zu... Ah, nehmen wir mal die normale Pistole. Oder nehmen wir den Colt? Mal sehen, welcher ist denn zielgenauer? Die Pistole. Okay, wir nehmen die Pistole. Da ist einer. Na los, komm um die Ecke. Ich weiß, dass du da bist. Toller Schuss! Boah. Es ist vorbei! Komm raus! Komm raus! Der Colt macht allerdings, ehrlich gesagt, einen besseren Eindruck. Da oben! Stopp! Lass mir noch was übrig, Arschloch! Ich bin kein Arschloch. Na warte. Du kriegst die gewalte Power Schrotflinte ab. Das könnte ich den ganzen Tag machen. War's das? Zumindest ist erstmal Ruhe. Schrotflinte einsammeln. Erstmal Munition. Das war's noch nicht. Oder doch? Oh. Na, das war ja atemberaubend. Wie, war es das? Das war es tatsächlich. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen, uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieße mir einen hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Wow. Scheiße, wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, und jetzt bin ich zu Derek. Wir treffen uns im Kampf. Klingt gut. Bis dann in der Bar.